In Baden-Württemberg prägen Streuobstwiesen die Landschaft. Sie sind einzigartige Lebensräume. Sie beherbergen hunderte von Tier- und Pflanzenarten. Hier fühlen sich Vögel, Insekten und die verschiedensten Wildarten wohl. Eine Streuobstwiese muss bewirtschaftet werden. Sie darf in Baden-Württemberg aber nicht mehr als 150 Bäume pro Hektar zählen. Sonst handelt es sich dabei gesetzlich um einen Obstgarten oder eine Obstplantage und somit um eine Sonderkultur. Die Wiesen unter den Bäumen werden zum Beispiel als Viehfutter genutzt oder dienen als Wildwiese dem Schutz von Bodenbrütern und als Nahrungsquelle für Insekten. Die Streuobstwiese besteht aus hochstämmigen Bäumen und unterscheidet sich stark von der Obstplantage. Streuobstwiesen werden in der Regel wie Grünland von Landwirten bewirtschaftet. Das heißt, dass sie bis zu dreimal im Jahr gemäht werden oder Tiere auf der Wiese weiden. Viele Streuobstwiesen sind aber auch im Besitz von Privatleuten, den Stücklebesitzern. Das reichhaltige Nahrungsangebot zieht natürlich viele Tiere magisch an. Vor allem Wildschweine lieben Streuobstwiesen. Kümmern sich Stücklebesitzer nicht um ihr Land, entstehen verwilderte Rückzugsgebiete. Wo herabgefallenes und verfaulendes Obst liegt, sind Würmer, Larven und Engerlinge nicht weit. Die proteinreiche Kraftnahrung für Wildschweine. Um an die Leckerbissen ranzukommen, wühlen Wildschweine die Erde um. Für den Wiesenbesitzer bedeutet das finanziellen Schaden, eine möglicherweise erschwerte Ernte, Fallobst, das mit Maschinen nicht aufgelesen werden kann, und viel Zeitaufwand, um die Wiese zu reparieren. Der Wiesenbesitzer will auf dem Wildschaden natürlich nicht sitzen bleiben. Nach dem Gesetz müssen die Jagdgenossenschaften, sofern es keine Sonderkultur ist, für den Schaden aufkommen. Er wird aber meist vertraglich an die Jagdpächterinnen und Jagdpächter weitergegeben. Die Jäger haben deshalb ein Eigeninteresse daran, dass das Wild Bäume, Felder und Wiesen nicht schädigt. Der Wildschadensausgleich bei Streuobstwiesen ist allerdings ein Sonderfall, seitdem in Baden-Württemberg das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz gilt. Handelt es sich um eine Obstplantage, muss sie eingezäunt werden. Werden solche Schutzmaßnahmen nicht getroffen, muss ein Wildschaden auch nicht ersetzt werden. In Landschaftsschutzgebieten dürfen zwar keine Zäune gesetzt werden, ein Ersatzanspruch steht in diesen Bereichen aber auch nicht zu. Bei der Streuobstwiese ist das anders. Sie wird wie Grünland bewirtschaftet. Schäden müssen also ausgeglichen werden, auch ohne dass Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Auch bei der Streuobstwiese gibt es durch das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz in Baden-Württemberg Sonderfälle. Der Jagdpächter muss deshalb nicht für Schäden aufkommen, wenn der Landwirt die Wiese nicht regelmäßig ein- bis dreimal im Jahr mäht und das Mähgut entsorgt. Nur Mulchen reicht nicht. Das liegengelassene Mulchgut schafft nämlich besonders gute Lebensbedingungen für Würmer und andere Bodenbewohner und diese ziehen Wildschweine magisch an. Wenn herabgefallenes Obst nicht entsorgt wird, denn auch das wirkt wie ein Wildschweinmagnet. Sinnvoll ist, dass alle Seiten, also Verpächter und Pächter, aber auch Landwirte und Streuobstwiesenbesitzer, ihre Rechte kennen und einen guten Austausch und Dialog pflegen und Streitigkeiten so möglichst vermieden werden.